General Kenobis Männer, Sir? Sie marschieren auf die Hauptstadt zu. Wir müssen so bald wie möglich ausschwärmen. Alle Einheiten haben Meldung gemacht, General. Ruhen Sie sich etwas aus. Nicht nötig, Sir. Mir geht es gut. Der General hat dir einen Befehl gegeben, Dogma. Verstanden, Sir. Überambitioniert, aber er ist loyal. Erinnert mich irgendwie an Sie. Möglich. Vielleicht früher einmal. Was ist das denn? Pass auf! Ein Hinterhalt! Sie sind hinter uns! Der Feind hat uns umzingelt. Männer, wir müssen uns den Rücken frei halten! Ich habe einen Luftangriff angefordert. Hoffentlich sind Sie nicht schon zu beschäftigt mit Obi-Wan. Südlich von uns gibt's eine Lücke. Ich schlage vor, wir ziehen alle Einheiten vom Hügel ab, falls sich der Luftangriff ausweitet. Gute Idee, Rex. Männer, fertig machen zum Rückzug! Alle da, Sir. Bleibt in Deckung. Wir müssen die Stellung halten. Seid ihr sicher, dass unsere Bomber kommen? Der gute alte Oddball geht immer in die Folge. Zum Glück sind wir von dem Hügel runter. Ja. Das nenne ich eine Lektion. So. Ich fürchte, der Befehl kam vom obersten Kanzler. Und der Rat hat sich gefügt. Mehr wurde mir nicht gesagt. Ich lasse doch nicht meine Männer im Stich. Ich übernehme einstweilen das Kommando. Macht euch keine Sorgen, Sir. Bis ihr wieder zurück seid, haben wir die Stadt unter Kontrolle gebracht. Meister Krell, das ist Drax, mein erster Offizier. Einen ergebeneren Soldaten werdet ihr nirgendwo finden. Freut mich zu hören. Ich wünsche alles Gute, Skywalker.